Ist die Zeitung gekommen? Ja, Post ist auch schon da. Aha. Wer schreibt denn? Stell dir vor, Günther. Sag mal. Nee, erst mal ich. Du, Paul, der kommt. Der kommt. Wann denn? Warte mal, hier steht's. Samstag. Das ist ja schon morgen. Na schön. Bis morgen ist lange hin. Nichts da. Dafür ist doch jetzt keine Zeit. Wofür ist keine Zeit? Na, zum Zeitunglesen. Du musst doch gleich zum Bäcker. Wieso muss ich gleich zum Bäcker? Nur weil unser Sohn kommt. Die Heimkehr unseres Sohnes nach 4 Jahren Marinezeit. Das muss ein richtiges Familienfest werden. Und dazu laden wir dann die Annelore und Maria mit ihren Familien ein. Was, alle hierher? Ach wo? Ins Gartenhäusel, da haben wir doch Platz. Und was gab's da immer bei solchen Familienfeiern, na? Was es da gab? Ja. Meistens Krach. Ach was, Huckelkuchen gab's da. Ach so, ganz früher meinst du, als die Kinder noch klein waren. Ja, das war eine schöne Tradition. Und deshalb gibt's diesmal wieder Huckelkuchen. Paul, du gehst jetzt zu Hausschild und bestellst den Huckelkuchen. Ja. Für heute Abend. Ja. Hör lieber zu, da darf nichts schief gehen. Bei Traditionen geht leicht was schief. Ach, mach nicht solche Witze. Für mich ist das eine sehr wichtige Sache. Traditionen sind immer nur in der Erinnerung. Ach. Das wird sehr schön werden. Pass nur auf. Ach. So. Der Annelore, der werde ich ein Telegramm schicken. Und Maria, die rufe ich im Kindergarten an. Ach, guten Morgen, Frau Doktor. Guten Morgen, ja. Frau Schmidt. Das ist wohl die Neuanschaffung, was? Ja. Du, komm doch mal. Meine Tochter ist ganz selig. Ja, der ist ja süß. Aber nun müssen wir erst mal ein bisschen erziehen. Ja, das ist wichtig. Und gleich zu Anfang. Er hat ja schon stubenrein. Na bitte. So ein Tier braucht viel Liebe und Geduld, aber dann macht's ja auch sehr viel Freude. Erstmal macht er uns Kopfzerbrechen. Ich muss am Wochenende mit meinem Mann nach Prag. Wohin mit dem Hund? Och, wenn nicht anders, nehmen wir ihn. Aber Anna, wir haben doch Familienfest. Na und? Im Garten wird er sich schon wohlfühlen. Vielleicht finde ich noch eine andere Möglichkeit. Vielen Dank jedenfalls. Bitte. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Doktor. Cäsar hat uns gerade noch gefehlt. Paul! Es wird Zeit, dass du den Kuchen holst. Bist mit der Tasche? Den Huckelkuchen einpacken. Da passt der doch nicht rein. Ich lass ihn ja zerschneiden. Paul, auf Ideen kommst du manchmal. Huckelkuchen wird auf dem Tisch angeschnitten. Das ist was Feierliches. Sollst du eigentlich wissen. Hier, das Tuch nimmst du mit zum Einschlagen. Das ganze Blech soll ich transportieren? Bist doch schließlich Bäcker, musst du doch können. Sicher. Fall nicht hin. Hier ist der Huckelkuchen, Herr Schmidt. Wollen Sie ihn etwa im Ganzen tragen? Na, freilich. Ich schneide ihn denn gerne auf. Nein, das geschieht erst auf dem Tisch. Das ist Tradition bei uns. Na, wie Sie wollen. Wenn Sie mir das Blech bis Montag leihen könnten. Natürlich. Aber seien Sie mal vorsichtig. Das wird ein schwieriger Transport. Ach, das macht mir nichts aus. Na ja, Hauptsache, der Kuchen hält's aus. Der muss. Was möchtet ihr denn hier, liebes Knochen? Let's go.
Staatsbürger. So geht's aber nicht. Ja, aber anders geht's ja auch nicht. Ja. Müssen Sie denn den Kuchen im Ganzen transportieren? Ich muss. Warum? Sind Sie verheiratet? Nein. Aber ich. Was denken Sie, was meine Anna sagen würde, wenn... Ja, was ich Ihnen sage, interessiert Sie wohl nicht. Oh, doch, das interessiert mich schon sehr, aber... Wenn ich da oben gehe, dann gefährde ich die Passanten. Und wenn Sie hier unten gehen, bringen Sie sich in Gefahr. Ich muss ja nur noch über die Kreuzung, dann bin ich ja zu Hause. Also, dann kommen Sie mal. Transportieren den Kuchen auf dem Blech? Warum denn das? Aus Tradition. Alles aus Tradition. Wäre mir zu anstrengend. Mir auch. Ja, komme. Was ist denn das? Der Cäsar, das siehst du doch. Warum läufst du rum wie so ein Muselmann? Ich wusste nicht, dass Muselmannen Huckelkuchen blechweise transportieren. Cäsar, komm, da komm ein Sätzchen. Komm, so ist Bad, so ist schön. Hast du dir also doch den Hund aufschwatzen lassen? Ach. Ich denke, du bist ein Tierfreund. Bin ich ja auch, aber nicht, wenn so viel los ist. Entweder immer oder gar nicht. Die Görners haben niemanden gefunden. Ja, als ausgerechnet uns. Brauner durfte ja nicht sein. Ja, und mit der Butter hat er auch gespart. Der klaut mir noch den letzten Nerv. Cäsar! Psst! Kannst du mir mal ein Stückchen Butter aus dem Kühlschrank geben? Doch ein Stück. Ach, das ist doch jetzt kein Huckelkuchen mehr. Ach, aber da musst du gleich noch mal zur Hausschild und einen neuen bestellen. Ja, aber der macht doch gleich zu. Ja, deshalb musst du dich ja auch beeilen. Du sagst, Frau Hausschild, was passiert ist. Vielleicht macht sie uns dann zu morgen früh noch einen neuen. Also Anna, ich finde das übertrieben. Paul, das ist meine Sache. Damit hast du gar nichts zu schaffen. Oh doch. Ich muss zum Beispiel die Kuchenbleche transportieren. Als wenn aufgeschnittener Kuchen nicht genauso schmecken würde. So, na dann werde ich dir mal was zeigen. Komm mal mit. So, pass mal auf. Hier, Marias Verlobung. Annelores Abitur. Tante Berthas Beerdigung. Und da kommt noch hier, Günthers Jugendweihe. Was hast du denn da für einen Hut auf? Was gab's da immer? Huckelkuchen, vom Blech weggeschnitten. Nein, an Traditionen muss man festhalten. Paul, du musst dich aber wirklich beeilen. Du wirst sehen, die Kinder werden es uns danken. Beeilung, Jungs, es wird höchste Zeit. Ihr wisst, wir müssen morgen früh raus. Mami, der Band hat sich die Ohren nicht gewaschen. Alle Pätzchen, klar ist sie mir gewaschen.
frühe Woche vielleicht ab. Guten Abend allerseits. Ach, guten Abend. Na, was ist denn hier los? Noch nicht fertig? Guten Abend, Maria. Grüß dich. Grüß dich. Ach, Maria, ich vergesse, deine Mutter hat angerufen. Ja? Sie hat dich nicht erreicht. Sie hat uns eingeladen, alle zusammen Günthers Heimkehr zu feiern. Was denn? Günther ist zurück? Die Armee zählt schon um? Du, das Mann, warte, der Captain? Oh, prima! Nicht so wild, Jungs. Oh, je. Wann sollen wir denn kommen? Morgen Nachmittag. Aber da sind wir doch vom Sportfest noch nicht zurück. Da musst du mit Gabi allein gehen. Hm. Gabi! Gabi! Was ist denn mit mir? Onkel Günther kommt morgen von der Marine zurück und wir sind zur Begrüßung eingeladen. Morgen? Hm? Da bin ich bei Peter zum Geburtstag. Da muss ich unbedingt hin. Unbedingt? Wieso? Sie ist meine beste Freundin. Na, und außerdem hat sie Gast auf der neuen Platten. Ja, ja, und außerdem ist der Jens auch da, ne? Welcher Jens denn? Ach, mein Mädelchen. Der heißt doch Jens, mit dem du jetzt schon ein paar Mal im Moped gefahren bist. Was, Gabi? Da werden wir wohl absagen müssen. Ach, du Jemini. Mir tut es leid, dass wir Mutter enttäuschen müssen. Man weiß nie, wie lange man sie noch hat. Ja, mir tut es auch leid, Maria. Bestimmt hat sie wieder alles Mögliche vorbereitet. Aber ich kann doch deswegen nicht Ute und Karin im Stich lassen. Kannst du da nicht absagen? Nein. Die rechnen fest mit meiner Unterstützung beim Sportfest. Es kommt ja auch alles ein bisschen plötzlich. Sehr. Du, Karl-Heinz, du musst es ihnen morgen ganz lieb und schonend beibringen, dass wir nicht können. Bestimmt, das mache ich. Gute Nacht. Hoffentlich kann wenigstens Anne-Lore. Dann haben sich die beiden nicht ganz umsonst gefreut. Wir müssen meinen Eltern noch ein Telegramm schicken. Warum? Sie haben uns für morgen Nachmittag eingeladen. Wir müssen absagen. So schade. Wäre ganz gern mal wieder hingefahren. Ja, ich auch. Ist was Besonderes? Mein Bruder kehrt zurück ins Zivile. War das doch ein Grund? Ja. Tut mir leid, wir müssen nach Berlin. Andreas wird traurig sein. Der geht doch so gerne zu den Großeltern. Weil er dort immer so maßlos verwöhnt wird. Und wenn du nun alleine nach Berlin fahren würdest? Na, hör mal. Wenn, dann fahren wir alle drei. Außerdem wolltest du mit dem Jungen ins Naturkundemuseum, während ich bei Professor Busch bin. Und einkaufen wollten wir auch gehen. Ja, aber schade ist trotzdem. Andererseits müssen sich meine Eltern daran gewöhnen, dass wir keine kleinen Kinder mehr sind, die gleich angelaufen kommen, wenn die Mutter ruft, zu Tisch, der Kaffee ist fertig. Und Günther wird jetzt bestimmt öfter feiern. Also komm, zu Bett. Und erinnere mich morgen an das Telegramm. Mach ich. Lieber Günther, sind zum Gartenhäusl. Komm bitte nach, deine Eltern. Hält das Zeug auch? Na klar. Komm, wir müssen ja noch beim Bäcker vorbei. Du, auf die überraschten Gesichter bin ich gespannt. Ich auch. Ha, komm, Cäsar. Merci. Bis 3 Uhr, Günther. Sei unbedingt pünktlich. Sag mal. Jetzt sind eine Stunde später? Ausgeschlossen. Wenn ich dich noch nach Krimi schaue, soll ich mal kurz zu Hause sein. In Ordnung, Heinrich. Ich bin pünktlich. Vielen Dank erstmal. Ja. Tschüss. Vorsicht, Paul. Seh doch. Geht's denn noch? Jetzt sind wir ja gleich da. Die Kinder werden es dir danken. Traditionen sind anstrengend. Sieh doch nicht so, Cäsar.
Hallo! Günther! Ja. Da bist du ja schon. Mama! Mein Junge. Genau nach Order. Tag, Papa. Na, gut siehst du aus. Ach, hast du unseren Zettel gefunden? Sonst wäre er ja nicht hier. Richtig, Captain. Ihr seid ganz schön leichtsinnig, immer an die Tür zu schreiben, wo ihr seid. Du sag mal, ist das gut gegen die Sonne? Ich dachte, es käme Regen. Das ist doch ein Huckelkuchen für deine Begrüßung. Wir müssen doch deine Heimkehrgebühren feiern. Meinetwegen hättet ihr euch nicht so viel Mühe machen sollen. Hör mal, das Schloss könntest du auch wieder mal ölen, Paul. Naja. So. Du, ich habe die ganze Familie eingeladen. Also Annelore kommt schon mal nicht. Was sagst du da? Hier, ein Telegramm für euch. Da haben wir's. Tja, das ist beschlossene Sache. Wie kam das so plötzlich? Wie sowas eben kommt. Wie sowas eben kommt? Eigentlich begann es damit, dass ich bei einer LKW-Tour den Puppenwagen von einem kleinen Mädchen überfuhr. Na, hör mal. Ja, du mach was gegen Kindertränen. Ich habe natürlich einen neuen Puppenwagen gekauft, ihnen das Ferienheim gebracht und mich dort in die Mutter von dem kleinen Mädchen Hals über Kopf verliebt. Hm. Grüßen soll ich euch schön und zur Hochzeit seid ihr alle eingeladen. Ja, wir kommen ganz bestimmt. Prima. Lieber Anneken? Ja. Sag mal, ist die geschieden? Nein, verwitwet seit 3 Jahren. Tja. Naja, du wisst ja auch, wo ich so meine letzten Urlaube verbrachte. In Krimmitschau. Also, in Krimmitschau, Ja, meine Mutter hat nämlich gedacht, dass du nach der Armeezeit wieder zu uns ziehst. Ach. Die Familie geht jetzt vor. Nach Krimmitschau gehe ich nicht. Die Ostsee, die lässt mich nicht mehr wieder los. Ich gehe nach Sassnitz, ins Fischkombinat. Mhm. Als Elektriker, ja. Eine Wohnung kriege ich auch. Nur, ich muss das der Silke noch klar machen. Und zwar heute. Wann lernen wir Sie denn mal kennen? Ja, würde sagen, nächstes Wochenende. Da fahre ich mit Ihnen nach Sassnitz. Einverstanden? Ja. Dann werd mal Papa. Hast du nicht ein Foto mit? Ja, ja. Natürlich. Zeig mal. Hier. Na, sag mal, was bist denn du für ein... Was bist du für ein hübscher Kerl? Komm doch mal her, ja? Na, komm mal her. Fein, so ist brav. Ja, komm mal her, komm. Na, au, ach du meine Güte. Du bist aber hübsch, ja. Bist du allein? Seit wann habt ihr denn einen Hund? Ach, nur für heute. Ah, da ist ja auch unser Matrose. Ahoi. Ahoi, Schwager. Na, wie geht's? Mhm. Gut, und dir? Oh, ich kann nicht klagen. Wo hast denn deine Familie? Die lässt grüßen. Vor allem dich, Günther. Was denn, dir kommt auch nicht? Ein bisschen mehr Zeit hätte Günther sich ruhig nehmen können, finde ich. Die ganze Familie hätte er mitbringen sollen. Na, das macht er ja nächstes Wochenende. Er wollte ja auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, weil er ja nie wissen konnte, wie du drauf reagierst. Wie ich? Naja, dass ich sein Glück will, das weiß er ja. Ach. Und das will ich wohl nicht, was? So habe ich das doch nicht gemeint. So klang das aber. Ach. Du, den Huckelkuchen, den lassen wir in Zukunft aber auch beim Bäcker aufschneiden. Auf einmal. Ob ich wohl meine Kinder alle noch mal an einen Tisch bekomme? Sie haben es ganz bestimmt nicht böse gemeint. Ach, das weiß ich ja. Nicht mal ein Huckelkuchen schafft das mehr. Anna. Tradition
Das ist im Grunde nichts weiter als, unsere Erinnerung. Und die kann uns keiner nehmen. Hast recht, mein Alter. Ja, was machen wir nun mit dem vielen Kuchen? Omi, beißt er? Nein, nein. Schön, dass er wenigstens heute kommt. Kommt mal schnell rein. Ich hab gestern links nicht, Omi. Mein Schatz. Tag, Omi. Tag, mein Kleiner. Tag. Der Papa hat leider Jeans und Mutti hat Hexenschuss vom Sportfest gestern. Papa hat gesagt, das Huckelkuchen. Ja, und da sind wir gleich gekommen. Ja, kommt mal schnell rein. Oma, jetzt schneid ihn an. Na? Ja, Oma. Also, was soll das? Habt ihr euch wohl ein Stück ausgesucht? Ich nehm das da. Ja. Das wollte ich haben. Kriegst du ja. Nein, jetzt muss Ruhe sein, ja. Sonst wird er nämlich nicht angeschnitten. Huckelkuchen war schon immer ein Streitkuchen. Auch das ist Tradition. Ja, trotzdem, jetzt muss Ruhe sein. Ja. Aber, Nanu. Da kommt wohl noch jemand, was? Was du nicht sagst. Ah. Georg! Na, Andreas! Sag mal, und die Annelore? Bereitschaftsdienst, Du passt bloß auf, dass die sich nicht immer so überanstrengt. Ja, mach was, Schwiegermann, mach was. Naja, die Hauptsache ist ja, dass ihr beide da seid. Sag mal, wollen wir jetzt den Huckelkuchen anschneiden? Ja, Oma, mach mal. Na, mach mal, Oma. Na, du wirst ja wohl erwarten können, was? Kaum, Anna, kaum. Also. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei. So. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Anna. Na gut, Oma. Ich trinke euren Kaffee. Nichts gegen Tradition, Paul. Und Huckelkuchen wird auch in Zukunft am Tisch aufgeschnitten. Ach ja, bei Günthers Hochzeit. Was denn? Bis Krimmelschau soll ich das Blech schleppen? Nein. Das halte ich nicht aus. Das ist...